Ah, herrlich. Das GoPro, das Bose Headset. Ah, was ist denn Dolmetscher los hier oder was? Ja, moin moin und herzlich willkommen in der Delta Mike Charlie Charlie Victor. Ich hoffe, das Video funktioniert, weil ich habe das Wunderkabel dran und ich habe rausgefunden, warum das Wunderkabel nicht ging. Ich roll jetzt erstmal kurz vor, dann erzähle ich euch das kurz. Und dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Neustartzahle, Info, die Delta Mike Charlie Charlie Victor am Abstellplatz, rollt zum Rollhalt bis 1-3. Also passt auf. Ich habe das Wunderkabel angeschlossen und habe die Powerbank hin mit an, so mit eingebaut, wie das da sein soll, laut Beschreibung. Und jedes Mal, wenn ich eine Powerbank mit hinhänge, kann ich nicht gleichzeitig den Videomodus verwenden. Es geht komischerweise, aber wenn ich es ohne das Wunderkabel mache, geht es komischerweise. Und komischerweise aber auch nur mit einem echten GoPro-Kabel. Wenn ich irgendein anderes Solar-La-Kabel nehme, dann geht es nicht. Also ist schon wieder ein Hexenwerk hier drin. Das hältst du ja im Kopf nicht aus, wirklich. Von daher habe ich jetzt mal das Wunderkabel mit angeschlossen an die Kamera und habe die Powerbank weggelassen. Und jetzt funktioniert's. Also 1, 2, 3 und draußen 4. Ich hoffe, dass der Ton gerade aufgenommen wird. Wenn das nicht der Fall ist, raste ich eh aus. Das seht ihr ja dann gar nicht, deswegen. Alter Schwede, ey. Ja, ich fliege jetzt mal kurz zum Dolmer. Ganz einfach, weil er nah dran ist, weil ich mal kurz checken will, wie die Lage da ist, ob es da noch was zu futtern gibt oder ob es vorbei ist. Und währenddessen will ich euch kurz erzählen, was so ein Ultraleichtflugzeug kostet im Unterhalt und so weiter. Das könnte wirklich sehr spannend werden. Okay, meine Temperaturen sind alle schon da. Magnetcheck muss ich noch schnell machen. Ich hatte vorhin schon einen kleinen Nebelflug ohne Kameras, komplett offline. War auch mal schön. Okay, was haben wir hier alles liegen? Ey, ein Saustall. Haha, und wir haben was noch Besseres. Achtung, Leute. Neulich hat einer unter ein Video drunter geschrieben, deine Videos wären viel erfolgreicher, wenn ich mehr Bürsten zeigen würde. Also ich denke mal, er hat das Ü und das R verwechselt. Er hat aber Bürsten hingeschrieben und das fand ich so lustig, dass ich das jetzt natürlich mal versuche. Ich habe jetzt eine Bürste dabei und die stecke ich jetzt hier rein und mal schauen, ob die Videos jetzt erfolgreicher werden. Tut mir einen Gefallen für alle, die auch Flugvideos machen. Nehmt auch bitte Bürsten mit und zeigt die in die Kamera. Dann schicke ich dem Denjenigen, der das Kommentar drunter gemacht hat, dem TomTom, dem schicke ich dann die Links. Und dann wird er sich totlachen, denke ich. Okay, es ist eine Affenhitze hier drin. Wir müssen in die Luft kommen, dass ich hier Klimaanlage anmachen kann. Ach, ehrlich. Mehr Bürsten. Mehr Brüste, hat er gemeint. Mehr Brüste. Charlie Victor geht auf die 1-3 und startet. Und Feuer. Bis zur 1-3. Heute wird's richtig warm, 30 Grad und so weiter. Also, wir wollen ja erfolgreich sein. Pass auf. Was kostet ein Ultraleichtflugzeug, also sowas hier? Es gibt natürlich verschiedenste Flugzeugarten. Ultraleicht, Eco-Klasse, Fox-Klasse, den ganzen Kram. Wir sind jetzt im Ultraleicht-Bereich. Das dürfen wir wirklich nicht verwechseln sonst, ja? Weil sonst haben wir wieder verschiedene Kategorien. Im Ultraleicht-Bereich ist es so, dass eure monatlichen Ausgaben wirklich davon abhängen, A, wie teuer war oder ist euer Flugzeug, was ihr fliegt. Da gibt es Kisten, die kosten 10.000 Euro. Da ist dementsprechend die Versicherung anders als eine Kiste Shark Aviation bis 280.000, 150.000, irgend sowas. Oder eine Tarragon 200.000 oder noch mehr. Ja? Davon hängt es natürlich ab, weil da die Versicherung anders aussieht. Okay? Wir nehmen als Grundbeispiel so ein Mittelklassewagen, sag ich mal, zwischen 30.000 und 50.000. Sagen wir mal 40.000. Keine Ahnung, je nachdem wie ihr es versichert, da werdet ihr irgendwo bei 1.000 bis 1.500 Euro
Im Jahr lief. Vielleicht auch 2000. Es kommt auf die Versicherung an, ob ihr in so einem Versicherungspool drin seid, ob ihr da Prozente kriegt und so weiter. Ja, das ist mal so der eine Faktor. Ich muss gerade mal meinen Taschenrechner anmachen, weil es wird gleich ein bisschen kompliziert. Also, Versicherung ist ein Punkt. Sagen wir mal, ihr habt eine Maschine wie die FK9 hier und zahlt, glaube ich, zahlt 1100 oder 1200 Euro im Jahr. Oder vielleicht sind es auch nur 1000, ich müsste nachschauen. Also sagen wir mal 1200 Euro. Ist ein Huni im Monat. Okay? Ist eigentlich wie bei einem Auto. Wenn ihr euch Q7 holt, zahlt ihr weit mehr wahrscheinlich. Ja, dann kommt es darauf an, wo ihr euer Flugzeug untergestellt habt. Es gibt durchaus Flugplätze, da könnt ihr das für 50 Euro unterstellen. Es gibt Flugplätze, da könnt ihr das für 300-400 Euro unterstellen. Ja? Wenn ihr an so einen riesengroßen Airport geht, wo die großen Jets der Schönen und Reichen stehen, dann nimmt der Platz auch Geld für die Schönen und Reichen. Also da werdet ihr viel Geld bezahlen. Wenn ihr irgendwo aufs Land geht, an einen Flugplatz, wo ein Verein ist und so weiter und ihr euch da integrieren könnt und so weiter, dann ist es immer ein bisschen günstiger. Auch da, wie gesagt, ist alles offen zwischen 50 und 300-400 Euro im Monat. Okay? So, das heißt, wir haben jetzt schon 1200 plus 1000 ist gleich 2200 Euro im Jahr auf der Uhr stehen für Hangar und Versicherung. Okay, was kommt noch dazu? Die Jahresnachprüfung plus circa. Manche machen es für 50 Euro, manche für 200 Euro, wir nehmen mal 150 Euro. Jahresnachprüfung. Sind wir bei 2350. So, dann kommt dazu natürlich Öl, Zündkerzen, hier was kaputt, hier Schläuchen, ich sage jetzt mal irgendwelches Material. Ich plane da jedes Jahr so 300 bis 500 Euro ein, aber ich denke, mit 300 bist du da safe. Ja, wenn jetzt keine krassen Dinger kommen natürlich. Okay, plus 300. Okay, dann haben wir 2650. Was kommt denn jetzt noch dazu? Ja gut, jetzt ist die Frage, wie viel fliegt ihr? Was verbraucht der Hobel an Öl und Sprit? Und Landegebühren, das sind jetzt noch so die Kosten. Also, wenn ihr jetzt natürlich sagt, ihr fliegt so, was fliegt denn der durchschnittliche? 50 Stunden im Jahr? 50 Stunden im Jahr und eure Mühle braucht 15 Liter in der Stunde. Merken wir uns mal die 2650. Dann sind es 50 mal, was habe ich gesagt? 50 Stunden mal 15 Liter, genau, Entschuldigung, erlenkt mich doch. 50 mal 15, dann sind es 750 Liter. Da nehmt ihr den Liter mal 1 Euro, ich sage jetzt mal 70, wir tanken super, dann seid ihr bei 1265. Plus 2650 von vorhin, da seid ihr bei 3925 Euro, nur für Sprit. 50 Flüge, 50 Landungen, jede Landung 5 Euro, ja, habt ihr 250 Euro, plus 250 sind jetzt die Landegebühren, 4175. Ja, was haben wir dann noch? Lassen wir mal so stehen, das war's eigentlich jetzt erstmal im Großen und Ganzen. Genau. Gut, jetzt müsst ihr noch rechnen, die Navigation von so einer App. Da gibt's ja verschiedenste, da gibt's Free-Software, da gibt's Kosten, günstige, es gibt auch teure. Ja, keine Ahnung. Ich rechne nochmal ein Huni plus 100 ist gleich 4275 Euro haben wir im Moment auf der Uhr stehen bei 50 Flugstunden. So. Kommt noch was dazu? Habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich habe ich was vergessen. Ja gut, der Account, dass du beim Deutschen Wetterdienst drin bist, kostet glaube ich auch nochmal 70 Euro im Jahr plus 70 ist gleich. Ja, und dann mache ich nochmal ein 100 dafür, was auch immer, plus 100 ist gleich. 4.445 Euro im Jahr bei 50 Flugstunden. Jetzt rechnen wir mal 4.000, die muss ich mir mal aufschreiben, das vergesse ich sonst. 4.445 Euro bei 50 Flugstunden. Geteilt durch 50 ist gleich. Dann kostet euch eine Flugstunde 88,90 Euro. Okay? Das heißt, ihr fliegt 50 Stunden im Jahr, das ist euer Hobby, und müsst für die Flugstunde knappe 90 Euro rechnen. Wenn ihr natürlich jetzt mehr fliegt und macht doppelt so viele Stunden, oh, ich muss mal ein bisschen nach rechts, ihr macht doppelt so viele Stunden,
Das heißt 100 Flugstunden. Ich habe so circa 80 bis 110 Flugstunden jedes Jahr. Also 100 Flugstunden. Na, wird der Sprit dann ein bisschen mehr, aber alles andere reduziert sich runter. Okay. Dann kommt ihr günstiger. Dann kriegt ihr die Flugstunde vielleicht für, was weiß ich, 50 Euro. Da kommt er hin. Ja. Und dann könnt ihr ja mal grob rechnen. Jetzt haben wir die 4.445. 4.445 geteilt durch 12 Monate ist im Monat 370 Euro. Jetzt sagt mir mal ein Hobby, was so geil ist, Fliegerei, überall, ganz Europa. Muss schon wieder ein bisschen mehr nach rechts. Was so geil ist, was du im Monat für 370 Euro kriegst. Leute, da ist alles dabei. Da ist Sprit dabei, Landegebühr dabei, Versicherung dabei, Hangar dabei. Ja? Ja klar, wenn ihr euch jetzt eine Shark Aviation kauft, dann sieht die Rechnung wieder anders aus. Okay? Aber das kann ich mir nicht leisten, leider. Aber vielleicht schenkt mir ja Shark Aviation eine, dann mache ich nur noch Shark Aviation Videos an der Stelle. Also das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Wenn ihr jetzt noch günstigeren Flieger habt, irgendeine, was weiß ich, eine C22 heißt die so, wo der Motor so vorne oben drauf ist, da verfolge ich einen richtig coolen Channel, den verlinke ich euch mal unten. Der fliegt damit, ich denke, der wird noch günstiger kommen. Ja? Also das liegt, wie gesagt, dran, wie teuer ist euer Hangarplatz und wie teuer ist die Maschine selber. Ja, für 370 Euro, wenn ihr jetzt zu Audi zum Beispiel reingeht und sagt, ich hätte gerne einen neuen Audi A3, kleine Karre, ja, dann zahlt ihr mehr als 370 Euro mit allem. Da ist ja Sprit dabei, liebe Freunde. Ja, günstiger kannst du nicht fliegen. Witziger kannst du nicht fliegen. Also bitte. Und ein Hobby für 370 Euro im Monat. Da geht ihr mal Motocross fahren. Herzlichen Glückwunsch. Fahrt mal Motorrad. Fahrt mal Motorrad. Hier der Christian, Kumpel von mir aus dem Nachbarort, der fährt hier Rennstrecke. Hier so richtig Nürburgring mit so einer richtigen Rennmaschine. Ihr glaubt ja gar nicht, was das an... Oh, fährt eine Militärkolonne. Ihr glaubt ja gar nicht, was das an Reifen und Öl und die Strecke und Versicherung und der Anzug und der Helm und die Kniepolster kostet. Ist der Irrsinn. Der totaler Irrsinn. Okay, geil, Leute. Jetzt wisst ihr's. 370 Tacken bei 50 Flugstunden. Dann würde ich sagen, das war's an der Stelle. Ich filme jetzt noch die Landung am Dolmer, dass ihr ein bisschen Spaß noch habt. Und ansonsten sage ich wieder Thank you, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mach den Rechner hier wieder aus. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Bürste. Bürste nicht vergessen. Ganz wichtig. Ich hoffe, es gibt viele Klicks jetzt. Na, es ist kaum Wind, ne? Ein bisschen Thermik ist drin. Aber der Wind ist raus. Ey, immer wenn ich alleine fliege und keine Sau am Flugplatz ist, ne, sind die Landungsbombe. Ne? Das ist echt ein Witz. Ne? Das ist echt ein Witz.